Moin moin, Penner im Auto hier. Ich mache seit 2 Jahren Vanlife, reise durch Europa und habe schon viele bescheuerte Sachen erlebt. Und heute möchte ich über das Thema Toiletten reden. Ich weiß nicht, warum viele da nicht drüber quatschen wollen. Für mich ist das ein so wichtiges Thema. Vermutlich hat das damit zu tun, dass das ein unangenehmes Thema ist. Jedenfalls bin ich gerade in den Masuren, laufe zur Wolfsschanze. Und auf dem Weg dorthin wollte ich mal ein bisschen darüber quatschen. Toiletten. Das ist ein Problem, um das man sich auf jeden Fall kümmern muss. Es gibt mehrere Toiletten, mit denen man das Problem lösen kann. Ich werde einfach mal alle durchgehen und am Ende bei der Toilette landen, die für mich einfach die allerbeste Lösung war. Und garantiert für euch auch, alle Leute, die die Toilette ausprobieren, bleiben dann auch am Ende bei dieser Toilette. So, fangen wir mal ganz einfach an. Wenn ihr aufs Klo müsst, könnt ihr natürlich einfach in den Wald gehen. Ihr werdet lachen, aber früher oder später wird das sogar passieren, weil halt die Umstände manchmal sehr ungewiss sind und es auch einfach passieren kann, dass eure Toilette zum Beispiel kaputt geht oder ihr gerade nicht zum Auto könnt. Bei mir war es tatsächlich der Fall, die Toilette ist einmal kaputt gegangen. Es war super dringend, dass ich mal gehe und ja, dann bin ich halt im Wald gegangen. Deswegen empfehle ich jeden am besten vorher Trockenübungen zu machen, sich damit mal zu beschäftigen, wie es ist, im Wald zu gehen. Und zwar gibt's für mich da die 3 eiserne Regeln. Erstens, ihr solltet weiter in den Wald gehen, als euch lieb ist. Weil wenn ihr einfach im Wald eure Ruhe habt und wisst, dass keiner vorbeikommt, dann ist das wesentlich angenehmer für euch. Und zweitens, wenn jemand an eure Hinterlassenschaft stößt, dann wird das für diese Person auch sehr unangenehm werden. Die zweite eiserne Regel ist, rollt euch auf jeden Fall das erste Abwischblatt, ich kann nicht glauben, dass ich darüber rede, ey. Rollt euch das erste Abwischblatt vorher bereit, das macht das einfach wesentlich angenehmer. Und die dritte Regel ist, nehmt euch einfach einen Baum, an dem ihr euch festhalten könnt und lehnt euch nach hinten. Als würdet ihr pantomimemäßig in der Luft sitzen. Viele hocken sich instinktiv einfach so hin, ohne nichts. Aber mit einem Baum, an dem man sich festhalten kann, ist das wirklich wesentlich angenehmer. Also wenn ihr mal in der Notfallsituation seid, dass ihr irgendwo hinmachen müsst, dann behaltet diese 3 Sachen im Kopf. So, da haben wir das unangenehmste Thema schon mal erledigt. Kommen wir jetzt zu den Toiletten selber. Es gibt hunderte unterschiedliche Toiletten und auch viele unterschiedliche Techniken, die die Toiletten selber benutzen. Die einzige Toilette, die ich nicht probiert habe, mit der ich keine Erfahrung habe, ist eine Toilette, in der man reinmacht, einen Knopf drückt und dann schnürt sich ein Beutel zu und es ist sofort alles versiegelt. Das könnte noch eine interessante Toilette sein. Problem, was ich dabei sehe, dass man halt eben Strom braucht und wahrscheinlich spezielle Beutel, die man sich immer holen muss. Also da ist man von etwas abhängig. Weil wenn ihr jetzt in, weiß nicht, wo ihr hinreisen wollt, wenn ihr jetzt in Marokko unterwegs seid und euch die Beutel ausgehen, dann habt ihr ein Problem. Na, dann könnt ihr die Toilette nicht mehr benutzen. Aber abgesehen davon fangen wir bei der offensichtlichsten Toilette an. Pipi-Potti. Das Problem, das ich mit der Toilette habe, ist, dass man halt Chemikalien kaufen muss, dass man die Überbleibsel entsorgen muss, speziell entsorgen muss und deswegen kommt die für mich nicht in Frage. Dann gibt es noch Toiletten, wo Leute halt nicht die Chemikalie benutzen, sondern auf natürlichere Mittel zurückgreifen. Da ist man dann aber immer noch von diesen Mitteln abhängig. Also mit der ganzen Abhängigkeit der Materialien und dass man immer Toilettenentsorgungsstationen aufsuchen muss und so, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Zudem man halt immer kontinuierlich diesen Geruch von der Toilette im Raum hat und Gerüche verbreiten sich in dem kleinen Van sehr schnell. Für mich ist das ganz eindeutig halt so eine Verkaufsstrategie. Die Leute haben keinen Bock, sich mit dem Thema Toilette zu beschäftigen, also nehmen die einfach 200 Euro in die Hand, gucken auf Amazon, was gibt es da, Problem gelöst. Ist es aber nicht. Weswegen wir dann jetzt zum dritten Punkt kommen, Trockentrenntoilette. Das ist die Toilette, die ich im Auto habe. Online gibt es nur bedingt Informationen dazu. Ich habe in einem Blog gelesen, dass das wohl auch irgendwie von den skandinavischen Ländern kommt. Die haben Plumpstoiletten, bei denen unten ein Luftschlitz ist, der die ganze Zeit den Wind durchlässt, somit die Gerüche abträgt. Und das ist genau das Prinzip, das ich jetzt erklären will.
worüber ich eigentlich in dem Video sprechen möchte. Weil ich bin von der Toilette so überzeugt, jedes Mal, wenn ich da drauf war, freue ich mir einen Keks, dass ich so ein Klo besorgt habe. So, wie ist eine Trockentrenntoilette aufgebaut? Stellt euch vor, ihr nehmt einen Eimer und ihr sprüht jetzt Parfüm in den Eimer rein. Dann werdet ihr die Gerüche oben am Eimer ja ganz klar riechen können. Jetzt stellt euch vor, um diesen Eimer herum baut ihr einen Kasten. Dann sind die Gerüche schon ein bisschen mehr eingeschränkt, je nachdem wie dicht der Kasten ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr baut an diesen Kasten noch einen Ventilator ein, der an einem Rohr die Gerüche wegträgt. Dann werden um den Kasten herum keine Gerüche wahrgenommen, sondern nur am Ende des Rohrs. Da riecht es dann gewaltig. Ja, und das ist das Prinzip einer Trockentrenntoilette. Strom benötigt man da trotzdem auch noch, ja, aber halt nur sehr wenig und auch nicht wirklich lange. Es ist nicht so, dass wenn die Elektronik jetzt in meinem Auto ausfällt, dass ich die Toilette gar nicht mehr benutzen kann. Ich könnte dann noch separat eine 9-Volt-Batterie anschließen und dann würde der Ventilator auch noch laufen. Wenn man da jetzt reinmacht, dann wird die Luft kontinuierlich abgetragen. Es dauert ungefähr 20 Minuten, bis die Überbleibsel getrocknet ist und dann so gut wie gar keine Gerüche mehr von sich abgibt. Und auch eine weitere Sache, die sehr wichtig ist, Trennung. Man darf jetzt nicht in den Eimer Nummer 1 und Nummer 2 reinmachen, sondern in den Eimer kommt nur Nummer 2 rein und Nummer 1 wird halt durch einen Trichter separat abgeführt. Weil wenn man Flüssig und Festes miteinander mischt, entstehen erst so richtig die miesen Gerüche. Es gibt in Japan ganze Expos, die sich nur mit Toiletten befassen und für die ist das total hirnrissig, wie wir Europäer unsere Überbleibsel miteinander vermischen, es sogar noch mit weiterem Wasser vermischen und dann durch irgendwelche Leitungssysteme abtransportieren. Das ist eigentlich echt bescheuert. So, aber egal. Jetzt zeige ich euch meine Toilette und wie ich sie aufgebaut habe, was man beachten muss, welche Fehler ich für mich entdeckt habe und wie ihr sie euch selber ganz, ganz leicht dahin zimmern könnt. Das war die Wolfschanze. Wolfsschanze, Wolfschanze. Ja, ich habe die Toilette erstmal prototypmäßig aufgebaut, aber das hat so gut funktioniert, dass ich es so behalten habe. Was man am Anfang machen kann, um es zu testen, ist definitiv Parfüm reinzusprühen, anstatt sie tatsächlich zu benutzen, weil wenn sie dann nicht funktioniert, dann habt ihr ein Problem. Ich habe meine halt aus Holz gefertigt und am Anfang gab's erstmal das Problem, dass die nicht dicht genug war. Der Ventilator, der da drin die Luft raussaugt, der findet immer seinen Weg, da irgendwo durch die Holzfasern Luft anzusaugen. Also versucht es so dicht wie möglich zu machen. Als mir da immer noch Gerüche entwichen sind, habe ich dann die fehlenden Spaltmaße in dem Holz halt mit Heißklebe aufgefüllt und ab dann hat es eigentlich erst richtig gut funktioniert. Eine weitere Sache, die man diesbezüglich beachten muss, ist, dass man die Öffnung nicht zu groß machen sollte, also die Öffnung, wo man sich draufsetzt. Jetzt nicht so eine große Schüssel, wie man sie von zu Hause aus kennt, sondern man sollte das doch schon kleiner ausfallen lassen. Weil je größer die Öffnung oben ist, desto mehr muss der Ventilator sich anstrengen, um die Luft genug stark anzusaugen, damit aus dem Kasten keine Luft entweicht. Bezüglich des Ventilators sollte man wissen, manchmal geht man ja noch abends auf die Toilette oder man lässt den Ventilator nachts über durchlaufen oder man lässt den Ventilator einfach die ganze Zeit durchlaufen, so wie ich es mache. Und dann hat man dementsprechend so ein Surren im Auto kontinuierlich. Je heftiger der Ventilator läuft, desto lauter ist es natürlich im Auto. Deswegen so luftdicht wie es geht und die Öffnung so klein wie es nur möglich ist. Ich habe meine Größe glücklicherweise direkt am Anfang perfekt getroffen. Ich bin absolut zufrieden damit. Manchmal rieche ich noch ein paar Sachen, aber das liegt daran, dass die Luft aus dem Auto rausgeleitet wird und dann von außen halt wieder in das Auto reinkommt. Also wenn ich zum Beispiel die Hintertür aufmache, ist ein ganz typischer Fall, da kommt auf jeden Fall der Geruch wieder ins Auto rein. Da muss man dann die ersten 20 Minuten auf die hintere Tür verzichten. Der Ventilator selber ist ein einfacher Computerventilator. Der hat den Vorteil, dass er erstens natürlich spottbillig ist, dass der leise ist und dass man den rein theoretisch auch regulieren kann.
Der hat drei Drähte, einmal plus, minus, klar. Und dann hat er ein drittes Drähtchen, mit dem man eigentlich bestimmen kann, wie stark der läuft. So könnte man zum Beispiel dann halt noch einen weiteren Knopf einbauen, der dann wie ein Turbo-Modus fungiert. Aber das habe ich bisher noch nicht benötigt. Ich lasse den halt die ganze Zeit im leisen Modus laufen. Das reicht absolut. Der ist angeschlossen mit einem 3D-gedruckten Adapter an einem Gartenschlauch, an einem dicken Gartenschlauch, der dann unterm Auto herausguckt und nach hinten geneigt ist, damit der Fahrtwind während der Fahrt nicht in den Schlauch reindrückt und quasi den ganzen Kreislauf umdreht. Dann stinkt es in der ganzen Karre. Fürchterlich, hatte ich auch schon. Oben als Sitzfläche habe ich dann so eine Holzoberfläche gehabt, aber die habe ich jetzt mit so einem Dezifix-Belag beklebt, weil sich das auch viel leichter reinigen lässt. Ne? Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen werde an der Toilette, ist die Innenseite des Kastens mit Lack anpinseln. Nach über einem Jahr Gebrauch nimmt das Holz einfach den Geruch auf. Das ist nicht schlimm, das ist nicht stark, aber das ist einfach ein kleines Detail, das ich auf jeden Fall aus dem Weg räumen will. So, kommen wir zur Verwendung der Toilette. Wie sieht der Alltag aus mit einer Trockentrenntoilette? Eigentlich der große Vorteil der Toilette. Wenn man klein muss, setzt man sich auf den Kasten und sorgt dafür, dass die Flüssigkeit in den Trichter reinläuft. So, diese Flüssigkeit, die landet dann idealerweise in einem Kanister. Es gibt Leute, die benutzen keinen Kanister, die lassen das direkt durchlaufen. Da gibt es zwei Probleme. Das kleinere Übel ist, wenn man auf dem Asphalt steht, dann stinkt es. Mir ist so mein Kanister mal ausgelaufen, da habe ich die Erfahrung gemacht. Aber das viel größere Problem ist, dass es illegal ist. Es ist Umweltverschmutzung und erwartet euch eine sehr hohe Geldstrafe. Wenn ihr euch einen Kanister reinbaut, dann müsst ihr den, ich würde schätzen, so einmal im Monat säubern. Es gibt da extra Tabletten für. Ich selber bin aber umgestiegen auf Kaisernatron. Das bekämpft den Kalk ziemlich gut. Und Spülmittel. Ich weiß nicht, warum Spülmittel. Ich habe es einfach mal ausprobiert, hat super funktioniert. Ach ja, und eine dritte Sache ist noch Zitronensäure als Pulver. Funktioniert auch sehr gut. Und das war's. Wenn ihr groß müsst, dann sieht es so aus. Ihr macht den Deckel auf, ihr setzt euch drauf, ihr positioniert euch so, dass die Flüssigkeit in den Trichter reinläuft und dass das Feste in das Loch reinfällt, also in den Eimer dann letzten Endes, in den Kasten. Ihr könnt dort noch Kleintierstreu benutzen. Das hilft sehr dabei, dass es schneller trocknet. Vorher habt ihr den Eimer mit einer Tüte besteckt. Ich benutze sogar zwei Tüten, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich hatte da nie Probleme. Und dann müsst ihr einmal die Woche hinten an die Toilette rangehen, die Öffnung aufmachen, den Eimer rausholen, die Tüten zuschließen und diese Tüten dann halt einfach in einen normalen Müll schmeißen. Da ist keine Chemie, ihr braucht keine spezielle Entsorgung oder sonst irgendetwas. Ja, und wenn ihr groß macht, dann sollte natürlich auch der Ventilator laufen. Das sollte klar sein. Den Ventilator soll man angeblich auch nur 20 Minuten benötigen. Ich selber lasse den aber so ziemlich den ganzen Tag durchlaufen. Ja, und das ist das Schöne an der Trockentrenntoilette. Es ist komplett ohne Aufwand und man hat ein Riesenproblem bei seinen Reisen wunderschön gelöst und kann sich einfach den schönen Dingen des Vanlifes widmen. So, ich bin fertig mit meiner Wanderung. Die Wolfschanze war sehr empfehlenswert, vor allem da es auch nur 4 Euro kostet. Ich wandere jetzt zum Auto, koche mir einen schönen Tee und gehe dann wahrscheinlich an den See schwimmen, den man da im Hintergrund sieht. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, einfach in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich unterwegs.